So Leute, guten Morgen. Was geht ab, meine Seefighter-Hose hier? Und wie ich euch gestern gesagt habe im Stream, wenn irgendein neuer Shit droppt bei Nacht, während ich schlafe, dann aktivieren sie meine Urinstinkte und mein innerer Dokkan-Wecker bringt mich zum Aufstehen und da sind wir auch schon, ja. Soll nichts Schlimmes heißen, der frühe Vogel fängt hier an der Stelle die Stones. Na Spaß. Und zwar, wie ihr richtig sehen, haben wir einen neuen LR Goku. Ihr wisst wahrscheinlich schon, worauf es anspielt, beziehungsweise woher man ihn bekommt, denn er sieht ja also genauso aus wie der Super Battle Road LR Gohan. Richtig, das ist der neue Super Battle Road Charakter, der neue Preis für die neuen Super Battle Road Stages. Denn es wird 10 neue Stages geben für das japanische Dokkan Battle. Wir sind natürlich im japanischen Dokkan Battle unterwegs. Schauen wir uns gleich alles näher an. Zum einen hier erstmal dieser LR Goku. Sieht echt cool aus auf jeden Fall, ja. Shoutout an all diejenigen, die beteiligt sind, sei es von Image bis zum Leak, Reddit, Goresh, DBZ Space und die Bilder hier, DokkanOutHD, alle Links in der Beschreibung. Und dementsprechend werden wir uns erstmal diesen Goku ansehen, erst vom Intype und dann gucken wir uns die Super Battle Road Stages an. Und ich persönlich würde ich sagen, legen wir direkt mal los. By the way, wann kommt das Ganze online, bevor wir so mal mit den Sachen anlegen, loslegen, nämlich am 19.07., das ist diesen Donnerstag um 10 Uhr morgens unserer Zeit, ist schon in-game die News, ja, wir wissen schon, wann die Super Battle Road Stages kommen und das ist eben die Zeit, in dem das geleakt wurde, beziehungsweise geleakt, die Uhrzeit ist ja nicht geleakt, nämlich, das ist schon in-game, also am Donnerstag um 10 Uhr kommt das Ganze online, nur die neuen Sachen wurden ja an der Stelle geleakt und das gucken wir uns das Ganze mal an. Genau, er ist vom Intype, wie gesagt, er gibt durch seinen Niederskill jeden Typus Ki plus 3 auf jeden Attribut 100%. Nice, ist eine Abwechslung quasi zum Genki-Dama Goku. Der hatte denselben Niederskill für die All-Types-Leader. Das ist quasi ein All-Types-Leader, ist für mich mehr oder weniger ein LR-Leader. Ja? Da könnte einfach alle LR reinbomben, sofern man natürlich LR hat, mit dem man ein Team bauen kann. Aber ist an der Stelle auf jeden Fall nice, kann man mitnehmen. Den Niederskill. Seine 12-Ki-Ulti-Power-Pole, ja, da kommen die Vater-Sohn-Dances an der Stange. Deals Colossal Damage with Rare Chance to Stun the Enemy. Und 18-Ki macht hier an der Stelle Mega-Colossal Damage und erhöht den Angriff aller Super-Class-Verbündeten um 30% für eine Runde. Passive an der Stelle, er gibt Super-Class, also jedem Hero, Super-Class ist jedem Hero, jeden Helden, Keep the Sight auf den Angriff und auf die Verteidigung 30%. Okay. Dann hat er eine Medium-Chance, gegnerische Angriffe zu dodgen. Das gilt aber nur für ihn, nicht für die Charaktere, ja, das ist kein Support-Skill für die Charaktere, das gilt nur für ihn. Und wenn die HP 50% oder drunter sind, gibt er zusätzlich weitere 20% auf den Angriff und auf die Verteidigung für die Superclass-Allies. Also ihr merkt schon, ist hier an der Stelle ein Supporter für die Heroes. Link-Skill, Honor the Family, Z-Fight, Saiyan Warrior Race, Experience Fighter, Legendary Power, Saiyan Lineage Courage und er ist in der Kategorie Pure Saiyan. Was halte ich von dem Goku? Ist GG, ist geil, endlich. Was meine ich mit endlich? Diejenigen, die ganzen, die High-Rank-Spieler, sage ich mal, die quasi ey, so oder so ein Full-LR-Team bauen, haben hier jetzt endlich mal einen LR-Supporter. Ja? LR-Supporter haben mir gefehlt im Spiel, beziehungsweise gab es einen Ginyu. Der physische Ginyu, japanische, auf der japanischen Seite, aber der ist Müll. Der gibt einen konstanten Boost, der ist überhaupt nicht gut als Supporter. LR Ginyu Tech war dann ein bisschen besser für die X-Stream-Teils, wenn ich ehrlich bin. Aber sein zusätzlicher Boost gilt nur den Ginyu Force Charakteren, das war dann wiederum wieder Müll. Bei diesem Goku haben wir alles richtig gemacht, denn Freunde, es ist quasi ein LR, den man bekommt, Free-to-Play, der ein Preis ist. Und so Charaktere, so Free-to-Play-LR, die man bekommt, wenn man etwas Gewisses macht, in dem Fall Super Battle Road, habe ich auf gar keinen Fall nichts dagegen, wenn sie Supporter sind, weil ein LR-Charakter als Supporter, ey, ist willkommen, ist nicht verkehrt, denn auch wenn man ein volles Team mit LR hat, ich rede jetzt quasi von den High-Rank-Spielern, das betrifft nicht jeden, aber wenn man ein volles Team mit LR-Charakteren hat, dann ist dann Supporter nicht verkehrt, weil irgendein Charakter muss man ja, oder zwei Charakter muss man ja rein und raus rotieren. Und für Super-Type-LR so ein LR rauszurotieren und reinzurotieren in ein LR-Team, ist auf jeden Fall gut, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Wenn wir jetzt zum Beispiel als Vergleich den LR Kid Gohan nehmen, aus dem Super Battle Road Stages, die wir jetzt haben, der ist ja auch nicht so solide, wenn ich ehrlich bin. Wäre der ein Supporter zum Beispiel, wäre es auch schon gut eigentlich. Will ihn nicht schlecht reden, man kann auf jeden Fall mit ihm was anfangen. Ich habe mit ihm auch Super Barrels Stage super physisch geschafft. Aber hey, an der Stelle finde ich LR Support auf jeden Fall willkommen. Denn langsam, langsam gehen wir halt echt auf die Schiene zu. Wir haben viele LR. Viele Spieler können sich an der Stelle, die lange dabei sind, ein volles LR-Team bauen und Supporter damit reinspielen. Vor allem so ein Supporter, der für die Superclass Allies Keep the Sight gibt, auf den Angriff oder für deine 50%. Das ist ein sehr, sehr solider Supporter, meine Freunde. Mit einer Dodge-Chance, also die haben mich schon gecheckt. Okay, Sensei Oso, du wusstest, wir brauchen LR-Supporter. Wir geben noch eine Dodge-Chance, weil
Ein Supporter braucht Dodge, der macht nicht so viel Schaden, ja, der braucht nicht Sex unbedingt, Crit oder Dish Attack, den geben wir hier Dodge rein. Haben sie richtig gemacht, an der Stelle dann durch die Ultra Super Attack, gibt er noch weitere 30% auf den Angriff. Finde ich sehr, sehr gut mit dem Goku, haben sie alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Was habt ihr davon, lasst mir Kommentare wissen. Aber wir haben noch ein bisschen was zu sehen, nämlich neue Mission werden reinkommen, Goku Junior Event, alles für JP, wie gesagt, am 24. Cooler Event, Great Simon am 19. Und dann die neuen Missionen für Super Battle Road, wir werden uns die Stages gleich ansehen, beziehungsweise seht ihr sie schon. Wenn wir jede neue Stage, Super Battle Stage clearen, bekommen wir 5 Stones von der Mission her. 1 Stone quasi, wenn wir es schaffen, also 6 Stones an der Stelle. Und wenn wir alle Stages clearen, die eine gerade Zahl haben, beispielsweise Stage 12, 14 etc., bekommen wir ein LR Goku, wenn wir alle bewältigen, einmalig schaffen, sage ich mal. Wenn alle Stages, die eine ungerade Zahl haben, ja, Stage 11, 13, 15 und so weiter und so fort, bekommen wir einen weiteren LR Goku. Wenn wir alle Stages, alle neuen Stages clearen, bekommen wir nochmal einen LR Goku. Gibt es zwei LR Goku, also haben wir 4. Und wenn wir irgendeine Stage 20 mal clearen aus den neuen, bekommen wir noch einen LR Goku. Also ähnlich wie quasi eigentlich wie LR Kid Gohan, wie man den bekommt, mehr oder weniger. Hier ist mit gerade und ungerade, bekommt man quasi im Endeffekt 5 LR Goku, die man auf 100% bringen kann, den man auf 100% bringen kann. So, Dille, ihr merkt schon, früh am Morgen, ich will ja gar nicht mal so lange machen, dann haben wir noch die neuen Super Battle Stages, seid gespannt. Stage 11, sind nur Super Charaktere erlaubt, Heroes, 12 Extreme, 13 Fusion, 14 Shadow Arc, die viel kann man auf jeden Fall schaffen, wenn man ein gutes Team hat. Und jetzt passt auf, Stage 15, Peppy Girls. Entweder ist die Stage total einfach, oder keine Ahnung, was ich gedacht habe. Mit Peppy Girls seine Super Battle zu Stage zu schaffen, so früh am Morgen, denke ich mir, never. Aber wir haben noch zwei Charaktere, vielleicht helfen die da gut aufs. Stage 16 mit Sane, mit Ich Breed Saints, Stage 17 mit Resurrect Warriors, Stage 18 mit Dream of God Kategorie, 19 mal Jimbo Saga und 20 Potara. Ihr merkt schon, die kann man eigentlich alle schaffen, wenn man ein solides Kategorie-Team hat. Es sei denn, also wir müssen noch abwarten, wie gesagt, wenn das Ganze rauskommt, aber bis dahin haben wir natürlich noch ein bisschen mehr. Das, wie gesagt, alles aus Reddit, könnt ihr euch mal gerne ansehen. Die Stages an sich sind alle machbar, würde ich sagen, behaupten jetzt schon, ohne zu wissen, wie schwierig die Charaktere sind, die Gegner sind. Außer Peppy Girls müssen wir uns mal betrachten, aber dazu haben wir noch zwei weitere neue Charaktere, Tag und SCR Chichi, nämlich so sehen die Girls hier an der Stelle aus. Wir haben noch hier kein Release, aber in-game ist es schon in den News, wir wissen schon, wann es kommt, nämlich zu dem Datum, in dem ich es gesagt habe. So der Goku aussieht an der Stelle, das ist Chichi Bulma. Beziehungsweise Bulma sage ich, meinte ich natürlich. Und was können die zwei Girls noch drauf? Chichi an der Stelle, Skill Strength Type in Physisch Type, Key plus 3, HP 50%, macht Supreme Damage, zieht Enemy Super Attack und jetzt hier Passive Attack plus 80% at Start of Turn und gibt den Peppy Girls Kategorien Verbündeten Key plus 3 und 100% auf die Verteidigung. Jeden Peppy Girl. Also, der merkt schon, die wird auf jeden Fall ein Muster für Super Battle Road. Links in Courage, Innocent, Battlefield, Infighter, Incredible Adventure, Guidance of Dragon Balls, Peppy Gods Kategorie, Leader Skill, AGL und Tech Type, Key plus 3 von Blah, HP Attack in der 50%, Deal Supreme Damage und Great Lyrics Attack hier an der Stelle. Ey, okay, was? Nice, okay, nimm auf jeden Fall mit. Passive, All Allies, Key plus 2, Attack und 30% und eigene Dodge Chance steigt um 20% pro Peppy Gold Mitglied in Team, Maximus 50%, Battlefield, Diva, Innocence, Royal Lineage, Money, Money, Mace, Lineage, GT, Peppy Golds und Hybrid Saint ist sie hier an der Stelle. So wie zu den zwei Girls, Peppy Golds war eigentlich so schwer zu schaffen. Wir haben halt Spitzencharaktere wie Kefler, wie Kalifla zum Beispiel. Problem auf der anderen Seite ist, wir haben nicht so einen guten Leader. Wir haben eine Rebrian, die ist ein solider Leader, aber die kommt halt nicht an Dokkan Extreme Leader ran. Deswegen muss man abwarten, was sie mit dem Peppy Gods da machen. Aber wie gesagt, was sagt ihr zum Kakaroto? Wie findet ihr ihn? Was sagt ihr zu ihm? Was sagt ihr zu dem Ganzen, zu dem neuen Stage? Lasst mir auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ich bin auf jeden Fall heiß darauf und gespannt, wie das Ganze laufen wird. By the way, Dragon Ball Legends ist eine Wartung und die geht heute bis 11 Uhr unserer Zeit. Eventuell sollten da eigentlich die neuen Charaktere droppen, nämlich, was heißt eventuell, eigentlich sicher, ich scroll mal hier kurz runter, wenn ich das finde auf die Schnelle. Was ich damit sagen will, letztendlich, wenn das Banner heute noch droppen sollte, werden wir eventuell im Stream live gehen und für die Charaktere pullen. Hier sind sie, Shoutout an Dragon Ball Legends Reddit. Die Charaktere, die Wartung geht bis 11 Uhr unsere Zeit, das sind die neuen Sparken Units, kennen wir ja schon. Wenn nicht, checkt euch das Video aus, das ich gemacht habe zu den Units. Falls sie heute droppen sollten, wie gesagt, gehen wir abends eventuell spontan live. Halt auf jeden Fall ein Auge offen auf meine Social Media Kanäle oder schaut in die Beschreibung. Ich werde es euch frühzeitig wissen lassen, wann wir da live gehen. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Beziehungsweise schönen Tag hier an der Stelle. Peace.
When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.